Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft einfach Pferde. Und vielen Dank wieder für eure ganzen Tipps und auch für die ganzen Namensvorschläge. Namensvorschläge werde ich aber dann immer nochmal Umfragen machen, wenn es soweit ist, dass die Tiere ihre eigenen Koppeln haben. Und erstmal, ich habe gehört, dass einige mit Windows 10 das Ganze auch hinbekommen haben mit meinem Installationsguide. Es liegt quasi daran, dass es anscheinend bei manchen ein bisschen Probleme mit Java gibt. Also wenn ihr da Probleme habt, schaut mal in die letzte Folge rein. Da hat jemand da ganz, eine ganz gute Erklärung dazu geschrieben. Und jetzt anschleichen. Und dann kann man sich nämlich aufmounten. Und das ist jetzt dann, das Reiten ist ja ganz lustig. Das ist nämlich so, wir müssen immer in die Richtung gucken. Und in die Richtung reitet dann das Pferd. Oh Gott, das ist voll schwierig. Wow. Oh Gott. Das ist ja richtig schwierig in dem Spiel mit dem Reiten. Lauf schneller. Mein Gott, unser Araber ist voll schnell. Das ist ein Schneegebiet. Oh Gott. Wow. Geh weg, Spinne. Geh weg, Zombie. Noch ein Zombie. Hüpfen. Hüpfen. Oh. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nicht anhalten. Oh Gott. Und abmounten? Wie kann ich wieder abmounten? Was zum Teufel? Nein! Haut nicht meine Tür kaputt! Ich muss vom Pferd runter! Wie komme ich vom Pferd runter? Nun gut. Wir sitzen auch... Ah, sehr gut. Na warte! Die hauen aber mein Haus kaputt. Na wartet. Das bekommt ihr sowas von zurück. Na komm rein, komm her. Hier, wenn ihr wollt reinkommen, dann kommt doch rein. So. Können wir vielleicht schlafen gehen? Das wäre voll cool. Ha, sehr gut. Puh. Von den Namen finde ich nämlich auch, sollten wir uns erst dann was überlegen, wenn die Tiere ihre finale Farbe haben. Also was wir auf jeden Fall brauchen ist, wir brauchen Leder, damit wir uns ein Clydesdale machen können. Also wir müssen auf jeden Fall... Du blödes Ding! Er hat sich rumgeschlichen. Er hat sich einfach rumgeschlichen. Also wirklich. Da wollte ich vorsichtig sein und um die Ecke schauen. Und da hat der blöde Creeper damit gerechnet. Naja. Echt, ey. Dieser miese Creeper. So, wir holen uns erstmal noch weiter ein bisschen Holz. Und dann wurde auch gefragt, ob wir die Wildherde nicht einzäumen können. Das werde ich auch alles machen. Wir werden auch ein paar andere Tipps, die ich bekomme, aber die fand ich richtig gut. Dass wir quasi hier so ein bisschen das Ganze ums Wasser rumbauen und über das Wasser dann eine Brücke drüber machen. Das wird alles gemacht. Ich finde das Gebiet hier wirklich schön. Also ihr könnt uns gerne die Namensvorschläge, ihr könnt die gerne schon reinschreiben, sodass wir mal ein paar zur Auswahl haben. Weil wenn das soweit ist, wir machen dann nämlich jetzt, ich mache mich jetzt dann schon bald so an und unsere erste Box ran dann. Damit nämlich die ersten Pferde dann alle schon Namen bekommen. Aber ihr braucht dafür noch keine Namensvorschläge machen,
weil die Pferde ja noch nicht ihre finale Farbe haben. Also die ändern ja ihre Farbe noch, wenn sie gezähmt werden dann. Leider, finde ich übrigens. Also die bleiben nur als Wildpferde, so wie sie jetzt sind. Das heißt, wir haben die Wahl, wir lassen sie jetzt Wildpferde. Oder wir... Also ich will auf jeden Fall ein paar Clydesdale machen, weil mindestens 4 Clydesdale brauchen wir ja, damit die den Karren ziehen können. Und dann machen wir nämlich mal einen Ausflug dann. Weil wir können ja auch auf dem Karren nämlich auch übernachten. Das ist richtig cool, finde ich. Okay. Bam, 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 badam, bam. Verdammt, wir kommen nicht mehr hoch. Okay. So, sehr gut. So. Und ja. Dann machen wir es auf die Höhe, würde ich sagen, nämlich das Haus. Das hier wird halt so der erste Wohnbereich werden. Also es ist jetzt nur erstmal so, um was zu haben. Sobald wir hier das Haus fertig haben, machen wir dann direkt einen Grundriss von einem anderen Haus dann. Da machen wir, kümmern wir uns sonst direkt um... Naja, ich muss mal gucken. Was ihr machen könnt ist, ich weiß, das landet ganz oft im Spam, wenn ihr mir Links schickt, aber macht doch mal was, wenn ihr einen guten Reiterhof kennt. Einen, der euch optisch wirklich gut gefällt. Dann schickt mir doch davon mal einen Link. Ich werde extra gucken, dass ich zusätzlich noch in den Spam-Folder immer gucke. Dass die. Und ich versuche auch dann die Links freizugeben. Also dass ich dann, dass ihr dann. Also wundert euch nicht, wenn euer Post erstmal kurz weg ist. Der wird sehr wahrscheinlich im Spam landen, wenn ihr mir Links schickt. Aber ich gucke dann, dass ich die immer wieder freigeben werde. Also schickt mir einfach Links zu Reiterhöfen, die euch gefallen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns vielleicht dadurch ein bisschen inspirieren lassen. Hier ist so das Schlaf, der Schlafbereich nochmal. Da machen wir extra nochmal eine kleine Abtrennung rein. So. Dann hauen wir die hier nochmal weg. Mal so hin. Huch. Machen wir quasi dann so Glas hin. Aber das Glas will ich noch einfärben vorher. Ja. Ich glaube, ich muss mir hier mal einen Block setzen. So, damit ich hier hochkomme. Ich glaube nämlich auch, dass so ein paar Pferde von uns schon wieder fertig wären, gezähmt zu werden. Dafür brauchen wir aber für ein Clydesdale brauchen wir noch Leder. Das heißt, ich werde mir gleich nochmal gucken, dass ich mir ein paar... Kühe suche. Auf das Haus würde ich dann nämlich einfach nur jetzt oben auf dem Dach einfach nur nochmal das normal zulaufen lassen, dass es quasi noch einen Dachboden hat, dann wie so ein normales Haus. Dafür holen wir uns am besten noch ein bisschen Lehm dann. Und dann sind wir da nämlich schon echt ganz gut dabei bei dem Haus. Es ist nämlich schon so ein schönes kleines Starthaus. Und ein kleiner Bereich, dann, den wir dann außen an den Reiterhof bauen. Wir werden es dann nämlich so machen. Ich habe ja selber schon mal so was ein bisschen Reiterhofmäßiges gebaut. Schon ein paar Mal eigentlich schon. Aber ich möchte gerne mal sehen, was ihr eben so für Vorlieben habt. Und deswegen eben, wie gesagt, schickt mir gerne eure Links. Und ich bin gespannt, was da so rumkommt, weil... So, dann haben wir hier noch zumindest zweimal Birke. So, Birke ist drin. Ja, ab hier dann ungefähr.
So. Dann kommen hier außen auf jeden Fall noch ein paar Fenster hin. Dann holen wir uns nämlich jetzt mal ein bisschen Leder für Clydesdales. Da hinten waren noch auf jeden Fall Schafe, waren auch Kühe. Weil hier dürfte jetzt eigentlich auch kein Leithengst mehr dabei sein. Oho, der Apfelschirm ist der Leithengst. Ja, aber ich habe doch den Leithengst gezähmt oder kommt da immer wieder ein neuer? Ich glaube, da kommt immer wieder ein neuer. Hier sind Schafe. Schafe geben ja kein Leder, Schafe geben Wolle. Das heißt, wir suchen uns mal ein bisschen... Lass mich durch. Na, Schafe brauchen wir leider gerade gar nicht. Auch wenn wir sowas wie Wölfe finden oder sowas, nehmen wir das natürlich auch mit. Sehr gut, wir sind nicht vergiftet worden. Schafe, Schafe, Schafe hier nur überall. Da vorne, da vorne, da vorne. Kühe. Kann man die eigentlich auch mit dem Lasso fangen? Also wir brauchen jetzt erstmal nicht so viel Leder für ein Clydesdale. Wir könnten die auch eigentlich direkt erstmal umhauen. Aber ich guck mal trotzdem. Ach nee, jetzt haben wir sie zusammengebunden. Okay, wir können also immer nur einen fangen davon. Okay, dann hauen wir die erstmal um. Fürs Leder. Wie, die haben kein Leder getroppt. Komplett gar keins? Was? Okay. Hä? Toppen in Minecraft 1.5? Kühe kein... Was? Hallo? Kühe kein Leder? Doch, hier. Oder? Ja, doch, da Leder. Aber einfach nur anscheinend sehr wenig Leder. Jetzt haben wir 3 Kühe umgebracht und haben quasi... Ja, dafür ist jetzt richtig viel Leder gedroppt. Lol. Da vorne eine Kakaopflanze. Nehmen wir mal mit. Ja, genau, sehr gut. Ah, da hatten wir schon welche. Okay, für ein Clydesdale brauche ich ja 3 Leder. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das da vorne noch, dass wir noch genügend Kühe umhauen. Können wir eigentlich auch Pferde umhauen? Also ich will jetzt eigentlich nicht sinnlos Pferde hier umhauen, aber... Ist ja mal interessant zu wissen. Der Leiter ist jetzt mal kommen. Jetzt reicht's mir. So. Aber anscheinend geben die Pferde wirklich nichts. Die halten ja gar nichts aus, ich bin die ganze Zeit vorhin weggerannt. So, dann schaue ich jetzt mal nach, ob ich mich gerade noch daran erinnern kann, wie ein Clydesdale... oh, wir sollten übrigens hier wirklich mal Fackeln drin setzen. So. Dazu brauchen wir aber Eisen. Das ist nämlich aus Eisen und... und Leder. Und ich glaube, einmal so hier. Nee. Vielleicht so. Oder doch so hier und... verdammt. Es war irgendwie so. Ich glaube, es waren 4 Leder, was man brauchte. Vielleicht so?
Nee, so kann es ja gar nicht sein, das ist ja Schwachsinn. So hier dann. Auch nicht? Nein? Nein? Okay, da muss ich nochmal nachschauen dann, dass wir uns beim nächsten Mal dann einen Clydesdale holen können. Ich weiß, dass es irgendwie, irgendwie so war. Aber wie genau, kann ich leider gerade nicht sagen. Und bevor ich jetzt hier noch ewig rumprobiere, beende ich einfach die Folge für heute. Ich guck mal nach, wie das Ganze funktioniert hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann auch mit unserem ersten Clydesdale. Und wie gesagt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für einen Reiterhof ihr euch so wünschen würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.